Und recht herzlich willkommen hier zurück bei Truck and Logistics Simulator. Mein Name ist Stefan und ich habe ein neues Fahrzeug mir erworben. Und da hinten bist du das? Nein, das ist jemand anders. Ja, ich suche den lieben Gaming Gonzo. Hallo Simon, wo bist du denn? Ich verbinde mich erst, weil ich nicht wusste, wann du online bist. Ah, okay. Oh, das sieht interessant aus. Wenn wir beide Autos in einem sehen. Stefan hier wieder mal in grün. So, welche Nummer machen wir denn? Hier, wo es am meisten Die Kohle gibt, natürlich. So, verlade die Steine. Okay, dann machen wir das doch. Oh, verlade die Steine. Welche Steine? Ach, die da. Gucken, ja, auch richtig fallen. Rauszoomen, damit man das besser sieht. Ah, das ist ja obala. Na, treffe ich? Jupp. Und noch ein Stein. Ich stelle hier voll. Ich hab's geschafft, beim ersten Mal 3 Steine zu laden. Ja, ich habe mit 2-mal 6 reingeladen. Was passiert eigentlich, wenn ich zu viel reinlade? Keine Ahnung, ich habe jetzt extra gedacht, dass ich genau 7 erwisch. Wie viel habe ich denn da nicht noch drin liegen? Ach, da spawnen wieder welche nach, lol. So, und jetzt ins Fahrzeug rein. Was mich halt komplett schickt, ist diese. Ich habe das mir noch nicht auf den Joystick gelegt. Achso, okay, machst du es mit der Maus? Ja, aber ich bin gewohnt, dass ich die Maus nach vorne drücke, dann geht's runter. Ja, ist bei mir genauso. Das ist falsch rum hier, sozusagen bei mir. Man müsste es quasi invertieren. Ich muss auch hier den Stick, wenn ich runter haben will, muss ich quasi zu mir ziehen. Und ich habe es normalerweise immer anders. So. Komm schon hier.
Ah, schade, ich habe Also, gedacht, ich habe 4 Steine. ich habe 2x4 geladen. Na, bei mir nicht. Und das ist egal. Also, Okay, kannst du einer tun. fällt runter. Also, wenn du zu viel geladen hast, ist egal. 2, 4, 6, 7. Jetzt sind nur 7 drin. Also ich habe noch einen, dann passt es ja perfekt, dass ich den. Ach, den haben sie wieder zurückgespawnt. Der lag ein bisschen außerhalb. Zeit, wo du da bist, kann ich ja gerade mal gucken. Kann ich die vielleicht irgendwie invertieren? Allgemeine Optionen, Also ich hätte Verkehrsdichte, gesagt, es ist Sitzposition. einfacher, glaube ich, das neu einzustellen. Halt, was mache ich denn? Das steht ja schon so da. Kalibrieren, entfernen, nö, nö, will man nichts machen. Ist das die letzte Tour für diese Folge? Bin unterwegs, du? Kommst du auch schon, oder? Ja, ich bin dein Schatten. Gut. Jetzt sind wir ja überhaupt nicht klein, ne, wieder. Ich war eigentlich noch nie klein. Ja, voll mit dem Gasding, da war ich schon ein bisschen aus, ein bisschen kleiner. Schanuckelig. Ja. Oh, das Schild war wieder hart. Ja, bei mir war es der Leitpfosten. Würde mich Wieder jetzt mal interessieren, Baumstamm. ob die Steine rauspurzeln können. Also vorhin habe ich ja doch der Bekanntschaft mit dem Brückenpfeiler gemacht und das sind sie ja nicht rausgefallen. Na, was machst du hier? Autos wegspawnen, die im Weg waren. Sag mal. Der schiebt Wo auch die hast Autos du weg. den Führerschein gemacht? Welchen Führerschein? Ah, okay. Der LKW fährt mit Diesel, ne? Mhm. Ne, mit Heizöl. Billiger. Denn im Spiel zumindest. Und wärmt besser, weißt du? Bei der Fahrt. Wenn wir mal in den Winter reinfahren sollten hier. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Mensch. Ich glaube. Die brauchen halt so ewig, wenn du bremst und dann wieder Gas geben willst, brauchen sie so Ja. ewig, bis sie losfahren. Warum Wir mal ein haben E-LKW, weißt du, da geht ja sofort. die haben so ein ordentliches Trägheitsmoment. Also bei der nächsten Tankstelle fahre ich übrigens raus, gell? Oh, ich auch. Ist ja zum Glück.
So, einmal nachtanken. Was? 771,8. 788 Euro. Wieso hast du mehr verbraucht wie ich? Keine Ahnung. Bestimmt, weil Spiel unfair ist. Ja, das liegt bestimmt daran, weil du der Horst bist. So. Ja, ich hätte auch keine Lust, hier von dieser Brücke runterzufallen. Nee, jetzt wirklich. Was für eine Geschwindigkeit hast du drauf? 120. Okay. Du kommst jetzt wahrscheinlich eh von hinten angesegelt mit 160 oder so. Aber momentan habe ich 140 nur drauf. Oder 137. Genau gesagt. 10. Gang. Meiner ist gar nicht schneller wie 125 gefahren. Oh. Ah, ich komme jetzt bei 136. Das heißt, du bist ein Anhänger, der in die Luft waagrecht reinguckt. Ach ja. Ein Blitzer wieder mal. Und dein Anhänger ist jetzt im Boden drin, weil es der Berg abgeht. Ja klar. Jetzt wäre fast ein Stein rausgefallen. Hast schon wieder ein Unfall baut. Mhm. Zu schnell um die Kurve. Macht da nichts draus. Ich habe dir die Ausfahrt fast verpasst. Ah, das sehe ich dich ja. Leitpfosten und Schild. Wo bist du da hingefahren? Du hast mich runtergeschubst. Was? Never ever. Ich hab nur geguckt. Wird's dir sagen. Sie haben nur geguckt, welche Lackfarbe du da hast auf der Tür. Ja, da vielleicht fährst du ja von unten auf die Baustelle hoch, weißt du? Also ich lasse die komplette linke Spur frei. Bin ich doch gefahren? Links. Ja, genau. Das fand ich jetzt unfair.
Ich weiß nicht, was du da redest. War mit purer Absicht. Ich weiß nicht, was du da hast. Ich fahre alles. Ach so, sind sie halt die Schwabe, gell? Andere ist leer, gut. So, da kommen die Steine raus und bopp, geschafft. So, mein lieber Herr Gesangsverein. Wenn man auf die Uhr guckt. Leicht überzogen, aber es hat mir wieder Spaß gemacht mit dir hier Truck and Logistik Simulator zu spielen. Aber wieso steigen wir einfach nicht aus? Ja, dann bedanke ich mich für den heutigen Stream, für den heutigen Besuch von euch. Und ich werde wahrscheinlich nächste Woche trotzdem einen Stream machen. Ja, und Simon, dir wünsche ich nächste Woche im Garmisch-Partenkirchen alles, alles Gute. Und wir hören ja voneinander. Also, Simon, deine letzten Worte, also zumindest im Spiel. Ja, bis auf das, dass du ohne mich weiter streamst. Nein, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.